Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Hallo, die Altkönigsschule hat ein neues Denkmal, einen neuen Gedenkstein. Jeden Tag, wenn die Schüler aus der Schule gehen, gehen sie auf diesen Stein zu und sehen als erstes eine Hand. Und diese Hand ruft ihnen zu: Stopp, denk mal nach, erinnere dich. Warum sind diese Leute wohl auf die Idee gekommen, einen Gedenkstein zu setzen? Und der Anlass war, dass im letzten Jahr sich eine Schülerin an unserer Schule, ein Mädchen aus unserer Mitte, 15 Jahre, so bedrängt fühlte, so tief traurig, dass sie keinen anderen Ausweg sah, als sich das Leben zu nehmen. Das hat uns auf die Idee gebracht, einen Gedenkstein, ein Denkmal zu setzen, das uns alle daran erinnern soll, dass sie nicht alleine war, sondern dass es vielen von uns immer wieder so geht. Und darum sehen die Schüler als zweites über der Hand direkt ein Herz. Und dieses Herz ruft ihnen zu: Mach mal dein Herz auf, macht eure Herzen auf und schaut mal, wie es den Leuten um euch herum wirklich geht. Denn man sieht nur mit den Augen des Herzens gut. Und wenn du dein Herz aufgemacht hast und du siehst jemanden, der in der Ecke steht, der alleine ist, der traurig ist, der nicht mehr gerne zur Schule geht, dann denke nicht, ach, irgendeiner wird sich schon drum kümmern. Denn dann kann es passieren, wie es in folgender Geschichte passiert ist. In einem chinesischen Bergbauerndorf war es Brauch, dass ein Hochzeitsfest nur gefeiert werden konnte, wenn es Reiswein gab, mit dem man auf das Brautpaar anstoßen konnte. Und nun war ein Brautpaar so arm, dass sie sich noch nicht einmal Reiswein leisten konnten. Und so bitten sie alle ihre Gäste, doch eine Flasche Reiswein mitzubringen und am Ausgang in ein großes Fass zu gießen, damit das Fest gefeiert werden kann und auf das Brautpaar angestoßen werden kann. So, die Gäste kommen, sie gießen alle ihre Flasche in das große Fass am Eingang, setzen sich hin, es wird ausgeschenkt, sie wollen auf das Brautpaar anstoßen. Da erstarren sie, weil jeder nur Wasser in seinem Glas hatte. Denn jeder der Gäste hatte gedacht, eine Flasche Wasser unter all dem Reiswein wird schon nicht auffallen. Aber weil jeder so gedacht hat, hatten sie nur Wasser und das Fest konnte nicht stattfinden. Und so ähnlich ist es auch, wenn du denkst, irgendeiner wird sich schon drum kümmern, dann kann es dazu kommen, dass jeder so denkt und dann kümmert sich keiner darum. Und darum ruft dieser Stein uns zu. Lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns umeinander kümmern. Lasst uns unsere Hand ausstrecken zum Herz eines anderen und lasst uns einmischen. Vielleicht kannst du das nicht selber tun, dann kannst du zu deinem Lehrer gehen oder zu den Sozialarbeitern im Trainingsraum und kannst sagen, ich habe einen gesehen, der geht nicht mehr gerne zur Schule, der ist traurig. Und dann überlegen wir gemeinsam, was wir unternehmen können. Und dann verändern wir die gesamte Schulgemeinschaft durch unser Eingreifen, durch unser Handeln. Denn aus kleinen Aktionen können große Dinge entstehen. Deswegen haben wir hinter dem Stein einen Sequoia-Baum gepflanzt, der jetzt noch klein ist, aber in sich das Potenzial trägt, 50 Meter oder mehr hoch zu werden und zu wachsen. Und genau dieses Potenzial steckt auch in jedem Einzelnen von euch. Mit kleinen Aktionen, mit kleinen Taten eures Herzens die Welt zu verändern. Und wenn wir das tun, dann wird sich unsere Schule verändern und die Menschen in Deutschland werden sagen, in Kronberg im Taunus, da gibt es eine Schule, die ist der Hammer. Da gehen alle Schüler gerne zur Schule, weil sich alle umeinander kümmern, weil keiner alleine ist, sondern weil jeder zu dem anderen steht. Dass uns das gelingt, dazu wünsche ich uns allen viel Spaß und viel Leidenschaft und viel Glück. Alles Liebe. Euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich
als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass Gott, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.